Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Trine 2. Und ich freue mich schon richtig. Das letzte Mal waren ja ein Haufen neue Mechaniken dabei. Ich habe zwar leider 10 Erfahrungsfiolen von 130 übersehen, aber ich denke, das ist eine ganz gute Bilanz. Und mal sehen, wie es im Tal der Sümpfe weitergeht. Ich frage mich, was Kobolde fressen. Sie fressen Leute. Wie dich. Ach du meine Güte. Das klingt doch schon mal gut. Ja, da wird der Mark ja direkt hier wieder verunsichert. Und wow, hier sind schon Schädel aufgestapelt. Da frage ich mich, was hier noch so kommt. Da oben ist auf jeden Fall was versteckt. Ich weiß gar nicht, was dieser Bienenkorb hier zu bedeuten hat. Mal sehen, ob der vielleicht noch irgendwie einen negativen Ausgang für mich hat. Ist da nicht auch irgendwas drin? Ja, ich glaube, ich werde die Kiste mal runterschießen. Okay. Und hier mal aufmachen. Okay. So, jetzt muss ich bloß mal wissen, was da drin ist. Oh, das macht Schaden, alles klar. Dann werde ich das beim nächsten Mal vermeiden müssen. Und hier sind auch schon Blätter. Ich frage mich, ob hier hinten im Wasser was versteckt ist, aber ich hoffe es mal einfach nicht. Da ist schon wieder was. Ja, ich lasse das einfach mal jetzt so fallen. Da passiert mir dann nichts. Ich muss bloß irgendwie da hoch. Ja, erstmal hier alles entsichern. Oh, da hat es direkt noch einen Goblin mitgenommen. Ups, und hoch damit. Da oben ist aber noch etwas. So, wie komme ich denn da jetzt hoch? Was ist denn hier für ein Ding überhaupt? Ich kann ja eigentlich einfach Kisten. Achso. Ja, jetzt weiß ich, was das für ein Ding ist. So, schlag nochmal zu. Ja. Und da hat sie ihn auch erledigt. So, okay, dann muss ich irgendwie da hochkommen. Ein sehr interessantes Unterfangen, wenn ihr mich fragt. Weil hier eine Balance herzustellen ist, denke ich, nicht so einfach. Ja, oben ist aber auch, glaube ich, nichts weiter, oder? Puh, das ist jetzt ja sehr schwer. Mache ich denn das jetzt? Die müsste ich eigentlich. Nein. Das hat schon mal nicht so gut funktioniert. Okay. Einfach nochmal wieder hoch und dann. Wieso geht's jetzt nicht zu der Seite runter? Jetzt ist das hier auf einmal irgendwie blockiert. Ich weiß zwar nicht wieso. Aber es ist blockiert. Das ist alles, was zählt. Hier drüben habe ich das jetzt auch noch mitgenommen. Und da muss ich jetzt aber irgendwie hin. Oh. Da komme ich nicht hoch. Erstmal den hier erledigen. Wo auch immer der herkommt. Kann man hier springen? Was ist das hier? Oh. Okay. Das war eine Falle. So, wo ist der Typ? Ah, hier liegt er, ja. Ah, hier waren ein paar Stacheln. Ich sollte hier mal wieder ein bisschen besser aufpassen. Hier sind anscheinend echt viele versteckte Fallen. So. Da haben die Goblins sich schon gut auf uns vorbereitet, sozusagen. Und wow, irgendwie muss ich hier hoch. Was ist das hier eigentlich? Ja, das sind wahrscheinlich auch wieder nur irgendwelche Stacheln. Und hier muss ich jetzt das irgendwie hoch bewegen. Ja, das muss noch ein bisschen mehr gehen. Ja, komm, komm, komm. Also so richtig kommt das ja hier noch nicht so in Schwung. Wie mache ich das jetzt? Oh. Okay.
Kann ich das hier nicht... Oh, das ist echt schwer, das Ding. Ich müsste es aber irgendwie noch höher bewegen können. Ach komm, jetzt hier. Jetzt muss es aber reichen. Oh, nee, immer noch nicht. Meine Güte, das ist aber auch... Ja, oh, okay, erstmal die anderen Sachen hier einsammeln. Was ist hier noch so versteckt? Hier unten scheint nichts zu sein. Ich nehme erstmal den Checkpoint und dann probiere ich das Ganze jetzt hier nochmal. Ups. Und hoch mit dir. So. Jetzt muss ich das hier mal irgendwie so richtig... So richtig hoch machen. Okay. Jetzt hier drauf und nochmal. Ne, da geht gar nichts. Und ja, vielleicht hier nochmal. So, jetzt habe ich ja ein bisschen Schwung zumindest. Das ist immer ganz knapp. Gibt es hier noch irgendeine andere Möglichkeit, wie ich da hochkommen könnte? Irgendwie muss das hier funktionieren. So. Diese Wippe. Irgendwie muss ich die da hochbekommen. Ja, wieso hört der dann immer auf? Weil er selbst draufsteht, oder wie? So, jetzt geht doch, meine Güte. Und da oben ist sogar noch was. Ja, die Sachen sind jetzt zwar runtergefallen. Okay, ist da oben noch mehr? Nee. Da oben ist nicht noch mehr. Das wäre ja dann auch ein bisschen sehr viel. Jetzt muss ich hier bloß noch die Fiole finden. Ach nee, sag mir nicht, die liegt jetzt hier wieder in den Stacheln drin. Na, wo ist denn die jetzt hin? Die jetzt hier irgendwo, oh, da muss sein Marker jetzt mal irgendwie mal rein. Okay, der hat sogar gar keinen Schaden bekommen. Aus irgendeinem Grunde. Jetzt hat er aber dafür welchen eingesteckt. Ausgleichende Gerechtigkeit, okay. Und wieder zum Checkpoint. So, was ist hier? Hier ist schon wieder irgendeine Falle. Und dem Goblin werden wir mal mit ein paar Bienen helfen. Ja, das hat noch nicht so ganz funktioniert. Ach, egal. So, vielleicht kann ich die Falle auch so einfach auslösen. Ja. Es hat gut funktioniert. Okay. Und hier fällt alles zusammen. So, hier ist noch eine und hier sind wirklich überall welche. Ich sollte hier vielleicht mal ein bisschen aufräumen. Ist hier noch irgendwas sonst so versteckt? Kann man hier irgendwie in diesen Baumstamm rein? Ne, ich glaube nicht. Und hier kann man natürlich auch nichts machen. Hier sind wieder sehr viele Stacheln. Und ich muss irgendwie hier auf dieses Fallengebilde hoch. Wo? Ja, so kann ich natürlich auch rüber. Jetzt muss ich da bloß irgendwie hoch. Wo? Naja, das hat nicht ganz gereicht. Ja, nochmal schön reingerannt. Das geht natürlich auch. Immer gut. So. Irgendwie muss ich das jetzt hier mal erstmal zum Stoppen bringen. Nein. So, das hat es jetzt ja wirklich gut angehalten. Okay, hat funktioniert. So, jetzt dürfte ich hier auch alles haben und es kann weitergehen. Was ist das hier? Hier ist irgendeine Brühe unten. Die tut mir aber anscheinend nichts. So. Komm mal her, genau. Und wieder abblocken. So, haben wir auch schon wieder den nächsten erledigt. Und hier kommen ganz schön viele angerannt. So, erstmal abwarten. Ah ne, die bleiben auch immer noch hintereinander stehen. Okay.
Oh, da habe ich jetzt eingesteckt, aber dafür sind die jetzt alle platt. Und ich habe einen Levelaufstieg. So, was kann ich denn jetzt? Will ich wirklich das Feuerschwert? Ich könnte zum Beispiel auch die Planke nehmen. Die ist auch ganz nützlich, aber... Ich nehme erstmal das Feuerschwert. Nachdem der Ritter mehrere Kochkurse absolviert hat, ist er nun ein Meister des Flambierens von allerlei Dingen. Fügt dem Schwert eine Feuerwirkung hinzu, verursacht größeren Schaden und kann brennbare Dinge entzünden. Ja, das nehmen wir mal mit. Ich denke, dadurch mache ich dann wirklich mehr Schaden. Naja, ging so, ne? Also, so groß war es jetzt auch nicht. Geht. Und ich wollte hier irgendwo hoch. Da oben hat es auch schon wieder irgendwas mitgenommen. Da geht es natürlich auch noch direkt hoch. Oh, hi. So, ist hier oben noch was? Nee. Ich glaube nicht. Dann schaue ich mal unten weiter. Ah, da ist jemand. Und da links. Das wurde jetzt zu einem Aufzug umfunktioniert, oder wie? So, frieren wir ein. Ah, okay, das befreit ja auch direkt aus den Eisblöcken. So, den Checkpoint direkt hier so mitgenommen. Jo. Und da ist schon wieder was. Okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie ich das wollte. So, jetzt aber. Da oben ist ja auch noch was. Okay, und das müssen wir hier... Ja, irgendwie einhämmern. So, ist hier noch irgendwo oben was versteckt? Ne, ich glaube nicht. Wieso ist das... War das jetzt runtergekommen? Ne, das andere ist runtergekommen, aber wieso? Hm, wer weiß. Okay, jetzt habe ich hier einen Stein. Und was passiert hier eigentlich, wenn ich jetzt hier den Hebel drücke? Die Tür geht auf. Und wieder zu. Okay, erstmal muss ich da unten irgendwie das Feuer verdichten. So. Habe ich das schon mal erledigt? Und... Jetzt ziehe ich das mal wieder nach hinten. Und damit ist das blockiert, aber nützt mir das überhaupt was? Nee, ich glaube, das nützt mir gar nichts. Weil dann werde ich das mal wieder rüberziehen müssen. So, und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Kann ich das hier blockieren? So, wie geht's denn jetzt hier wieder rum? Ah, okay. Gut, dann muss ich das dort oben blockieren einfach. Genau, kann ich hier eine Kiste dazwischen schieben? Ja, perfekt. Okay. Und dann kann ich hier auch ganz gechillt rübergehen.